Mittwoch, der 16. November, und jetzt gibt's den Blick auf die wichtigsten Themen des Tages. Ich bin Maurice Geider. Kein russischer Angriff. Nach dem ersten Schock ist klar, die Rakete, die in Polen eingeschlagen ist, kam aus der Ukraine. Und Grammy für Deutschland. Popstar Kim Petras könnte im Februar den wichtigsten Musikpreis der Welt mit nach Hause nehmen. Hallo, und wir starten mit einem Blick auf den Krieg in der Ukraine. Auf jeden Fall super Song, wir drücken die Daumen. Und jetzt kommt noch das Wetter für euch und dann sehen wir uns schon morgen wieder. Also noch einen schönen Nachmittag, tschüss. Der Donnerstag verläuft vor allem von der Nordsee bis nach Bayern oft grau und nass. Sonst bilden sich weniger Schauer. Im Südwesten scheint am häufigsten die Sonne. Hier erreichen die Temperaturen zudem bis 16 Grad. Sonst ist es kühler mit 5 bis 12 Grad. Der Freitag bringt weiteren Regen und im Norden und Osten teilweise Schneeregen und Schnee. Am Wochenende lassen die Schauer vorübergehend nach. Es wird aber insgesamt kälter. Im Nordosten gefühlt teilweise eisig.